Willkommen beim RC-Team Burbach. Das ist der erste Teil vom Outcast-Tuning. Ich weiß noch nicht genau, wie viele zu werden, aber ich habe noch so ein paar Sachen vor. Und wir fangen an damit, einen Lüfter einzubauen, weil der Motor, habe ich gemerkt, der wird doch ziemlich heiß. Es gibt zwar verschiedene Varianten, die man so kaufen kann. Die sind mir aber ehrlich gesagt alle etwas teuer. Ich würde sagen, das fängt ja mindestens bei 30 Euro schon an. Und ja, geht ja hoch bis ins Grenzenlose. So, also habe ich mir einfach hier so einen Hobbywing-Lüfter gekauft. Der hat gerade mal 6,50 € gekostet. Ich finde ihn halt gut, weil der Kühlkörper ist relativ groß, der schon die passive Kühlung macht. Und dann hat er einen ziemlich großen Lüfter oben drauf. Gerade mal gucken und mal messen. Ja, also der ist oben 5 cm, der sollte ordentlich Kühlleistung bringen. Aber wie kriegen wir den jetzt da drauf? Ich habe schon so ein bisschen geguckt. Also wir müssen auf alle Fälle basteln, weil der ist zu lang. Also ob ich den jetzt hier so drüber kriege, weiß ich auch noch gar nicht. Hier haben wir noch die Anschlüsse, da muss er irgendwie drum rum. Also es geht so vorne und hinten nicht und sowieso nicht, man muss ihn ja draufschieben. Also müssen wir ein bisschen schneiden und machen und tun. Aber als erstes müssen wir ja mal das hier rauskriegen. Also man könnte jetzt die Variante irgendwie wählen, den da rauszuschrauben von der Halterung. Das will ich jetzt aber nicht machen, weil der eigentlich ganz gut vom Ritzelspiel eingestellt ist und da will ich eigentlich nichts gegen ändern, dran ändern. Es müsste aber eigentlich ganz einfach gehen, indem wir unten. Was seht ihr überhaupt? Hier unten die 4 Schrauben lösen, weil dann müsste uns eigentlich theoretisch alles entgegenkommen. Also lösen wir mal die Schrauben ab. Und zwar die muss auch noch raus. Also nächster Versuch. Alter, ist auch krass schwer. So, jetzt soll es aber gehen. Irgendwie die Anführungswellen mal da rausfummeln. So, Kabel ab. Erstmal nicht. Oh, ich treffe euch immer hier. So, also jetzt haben wir das hier im Block und haben auch keine Probleme mit dem Ritzelspiel. Da ist noch ein bisschen Öl. Da ist noch ein bisschen die Karo geflossen. Also Wix, Ritzelspiel, Standard. Sieht ganz gut aus. Keinerlei Abnutzung am Antriebsstrang. Gut, wir sind noch nicht so viel gefahren. So, jetzt haben wir den Motor freigelegt, das ist ja schon mal ganz gut. Jetzt könnten wir erstmal gucken, ob überhaupt die Kühlung drauf passt, aber da gehe ich mal stark von aus. So, er passt drauf. Aber er ist ein Ticken zu breit. So, da bin ich wieder. Also, gibt hier kein Problem, was nicht gelöst werden kann. Hier war der Radius 4,5, wir brauchen aber nur 4. Ich habe das ein bisschen im Schraubstock kalt verformt und jetzt passt das auch. Nur von hier kann man nicht draufstecken, weil da 2 Schräubchen sind. Jetzt ist die Variante, entweder wir machen ihn auf. Oder wir machen ihn ab. Wobei es halt generell schwierig ist, habe ich jetzt gemerkt, weil der hat hier noch so Erhöhungen. Das heißt, die Leitfähigkeit perfekt wird die nicht sein, aber ich glaube trotzdem, wird halt klappen. Der Lüfter ist auch da oben drauf. Wir sind ja jetzt nicht hier wie früher aus dem PC. Lüftungsbereich mit Wärmeleitpassen, was weiß ich. Das wird schon ordentlich Kühlleistung bringen, denke ich. Ja, also entweder machen wir die jetzt ab oder wir machen den jetzt wirklich den Motor hier ab. Also machen wir dann doch den Motor ab. Was natürlich dann ein bisschen blöd ist, weil wir dann nicht wissen, wie der richtig eingebaut ist. Aber was soll's, da ist auch Loctite drin. Verdammte Axt. Aber gut, besser so wie anders. Weil das Problem ist. Oh, jetzt muss ich ja
Also das hat Arma jetzt nicht so toll gemacht. Ich krieg, dann hätten wir ja das Lied durch. Was ein Scheiß. Entschuldigung. Ja, also. Ich mache das aber auseinander, dann bin ich gleich wieder bei euch. So, da sind wir wieder. Also der Dritzel war extrem fest. Ich musste den Schraubstock einschrauben und dann mit einem Dreibling raushauen. Aber das war extrem fest. Man sieht, glaube ich, an den Resten, da war so ein übelster roter Loctite drin. Der hat den komplett verklebt. Aber gut, besser zu fest als zu schwach und beim Fahren fällt er ab. So, jetzt habe ich den Motorlüfter von hier der Seite mal draufgeschoben. Man sieht, er liegt jetzt ganz gut an. Von daher kann man das so lassen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, der ist ja zu groß, das haben wir am Anfang ja schon gesehen. Das haben wir natürlich hier rausgemacht, wird die Sache natürlich ein bisschen, wir müssen halt ein bisschen basteln. Man sieht, wenn der jetzt da rein käme, schlägt er hier natürlich an. Das heißt, auf alle Fälle muss hier ein Stück weg. Ich kratze jetzt quasi hier mal mit dem Splint so da drüber, damit ich weiß, bis wohin das geht. Und die Frage ist natürlich auch, wie hoch. Das ist jetzt halt blöd, weil man jetzt natürlich nicht mehr da drin haben. Aber ich würde sagen, wir probieren erstmal hier bis hier oben hin. Wir dremeln das jetzt mal da raus, das Stück, und dann gucken wir weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Also ich habe jetzt hier auf der Höhe, wo das H war, hier rausgeflext. Bis hier oben, weil weiter geht es nicht mehr. Die letzte Rippe muss ich ja da lassen, damit die Schraube geht, ein bisschen abgekantet. Und so weit wie möglich hier runter gedreht. Da komme ich auch nicht weiter. Sitzt ganz gut. Dann, damit wir noch ein bisschen mehr Luft haben, habe ich hier den Splint kürzer geklipst, weil er immer dagegen kam. So, das heißt, ich hoffe, dass wir das Ritzelspiel dann so festkriegen und den auch vernünftig festgedreht kriegen. So, das mache ich jetzt mal im nächsten Schritt und dann schauen wir mal wieder. So, jetzt haben wir das erstmal wieder eingesetzt, nur mal um zu testen, ob es passt. Ich denke, es passt wunderbar. Ihr müsst allerdings erst wieder den Motorkabel anschließen, weil da kommen wir jetzt nachher nicht mehr dran, weil der Lüfter da drüber ist. Und das Stromkabel habe ich hier mit reingepackt, das müsste eigentlich auch funktionieren. Ja, jetzt verschrauben wir das Ganze einfach wieder von unten. Brauchen wir eine Verlängerung. Verlegen die Kabel hier analog den anderen Kabel, schließen den Empfänger an. Ja, und da läuft er. Okay, das war's zum ersten Teil vom Arma Outcast Tuning. Ich nehme an, weitere Folgen und ich erzähle euch auch, ob das überhaupt was bringt und ob der Motor kühler bleibt. Bis dann, euer C-Team Burbach.